Er war sicherlich in der Geschichte Österreichs einer der größten politischen Talente, die es jemals gegeben hat. Sehr geehrter Herr Minister, schreibt die Dame noch, Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung als Finanzminister gewesen. Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Zu intelligent, zu schön und was für alles der Punkt auf dem I ist, auch noch mit einer schönen und reichen Frau verheiratet. Karl-Heinz Grasser ist nach 3 Jahren BUWOG-Prozess heute nicht rechtskräftig zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Wenn das, was da im Urteil steht, hält, dann ist es ein perfektes Verbrechen gewesen. Ich glaube, Karl-Heinz Grasser ist Opfer seiner eigenen Inszenierung geworden. Wer hochsteigt, kann tief fallen, das wissen wir ja. Die Politik verfügt leider Gottes nicht über eine Fülle von Talenten. Und er war zweifellos eines. Naja, das Talent habe ich nie so recht erkannt, aber das Selbstbewusstsein des jungen Mannes, das war sehr offensichtlich. Ideologie hatte und hat Karl-Heinz Grasser keine gehabt. Er ist immer durch die Stadt gefedert mit wehendem Haar und hat immer gesagt, das sind alles Lügen. Ich sehe mich einfach nach 6 Jahren der Ermittlungen als Opfer der Staatsanwaltschaft. Das ist bei vielen Menschen so, die sich in eine Opferrolle hineinbegeben. Die bauen sich eine Welt auf und glauben an diese Welt. Und aus der Welt kommen sie nie wieder heraus. Karl-Heinz Grasser. Vom Society-Liebling und Polit-Popstar zum Ex-Minister, der aus den Negativschlagzeilen schon länger nicht mehr herauskommt. Seit gut 20 Jahren ist er in so manch politische Affäre verwickelt. Die meisten lässt der einstige Finanzminister fast unbeschadet hinter sich. Doch die Causa um die BUWOG bringt ihn vielleicht noch ins Gefängnis. Bevor wir uns anschauen, was im Urteil steht und warum der Prozess so lange dauert, ergründen wir, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Seit Monaten bemühen wir uns um ein Interview mit Karl-Heinz Grasser. Er überlegt länger, sagt zu und dann scheint es wieder doch nicht ganz fix. Dazu später mehr. Zuerst geht es dorthin, wo die bemerkenswerte Geschichte des Karl-Heinz Grasser ihren Anfang nimmt. Klagenfurt am Wörthersee. Hier kommt Grasser im Jänner 1969 zur Welt. Der junge Karl-Heinz zeigt schon früh Ehrgeiz und besucht das Bachmann-Gymnasium, an dem er 1987 maturiert. Mit Auszeichnung. Grasser wächst behütet auf und genießt das schicke Leben am See. Und da war halt Grasser einer, der natürlich so typisch in dieses Kärntner Klima gepasst hat. Ne? Da waren wir schick und lässig um den Wörthersee unterwegs, am Monte-Carlo-Platz in Börtschach und so in den Lokalen. Und das war halt so eine Stimmung, ne, die also Highlife um den Wörthersee. Grassers Eltern gehört damals ein erfolgreiches Autohaus in Klagenfurt. Sie stellen Jörg Haider öfter Wagen für Wahlkämpfe zur Verfügung. Im Autohaus kommt es 1992 auch zur ersten Begegnung von Haider und dem jungen Karl-Heinz. Ein Schlüsselmoment. Antonia Gössinger ist damals Redakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten und ständige kritische Beobachterin Haiders. Jörg Haider war sicher ein Vorbild für Karl-Heinz Grasser. Und Karl-Heinz Grasser hat so den Populismus durchaus sehr schnell gelernt. Von da an geht es für Grasser steil bergauf. Jörg Haider macht ihn zum wissenschaftlichen Mitarbeiter und Referenten im FPÖ-Nationalratsclub. Im Alter von 24 Jahren steigt er zum Geschäftsführer der Freiheitlichen Parteiakademie auf. Es kommt zur Begegnung mit dem damaligen Leiter Andreas Mölzer.
Er wurde dann gleichzeitig Generalsekretär in der FPÖ, war also politisch sehr wichtig. Auf der anderen Seite mein Angestellter. Ne? Und es war typisch, dieses Haidersche System immer zwei gegeneinander laufen zu lassen. Und Haider hat ja eine gewisse, wie soll man sagen, Nähe zu Fashion-Burschen gesucht und gehabt. Das war halt auch typisch, dass man gesehen hat, auch der Alte, wie also seine Leute den Haider genannt haben, hat jetzt wieder ein neues Buberl an Land gezogen. Ich heiße also Karl-Heinz Grasser, bin 24 Jahre alt, habe das Studium der angewandten Betriebswirtschaftslehre in Klagenfurt absolviert. Und Karl-Heinz Grasser, der hat so gar nicht zur anderen Partie von Jörg Haider dazugepasst, weil er war höflich, er war freundlich, er war nett. Und die anderen Burschen, es waren ja in erster Linie junge Männer, die waren eher rustikal. Also das hat dann schon einmal für Überraschung gesorgt. Grasser wird immer mehr Teil einer eingeschworenen Gemeinschaft, zu der auch Gernot Rumpold, Walter Maischberger und Peter Westenthaler gehören. Eine Runde von jungen Wilden um Jörg Haider, deren Name zum Programm wird. Buberlpartie war der mediale Versuch der inszenierten Öffentlichkeit, einen herablassenden Begriff für eine Beratergruppe um Jörg Haider zu finden. Es war eine junge Partie von Buberl. Lauter junge Leute, wenig alte, fesch, flitzig unterwegs, Porsche, schöne Frauen. Lauter junge Leute, äußerst dynamische, junge Erfolgstypen. Das kann nur gut gehen. Wir waren nicht nur Kollegen, die ein Ziel hatten, nämlich diese FPÖ aus eigener Kraft in eine Regierung zu führen, sondern wir waren alle sehr eng miteinander auch befreundet. Wir haben privat uns getroffen, wir haben weiß nicht, Urlaube verbracht, sind am Abend weggegangen miteinander. Also das hat zu der Phasenzeit möglicherweise in anderen Parteien nicht gegeben. Karl-Heinz Grasser wird Teil dieses Freundeskreises und der rasante Aufstieg des selbstbewussten jungen Mannes geht weiter. Im Oktober 1994 entsendet Jörg Haider den gerade einmal 25-jährigen Grasser in die Kärntner Landesregierung als Stellvertreter von Christoph Zernatto. Der damalige ÖVP-Landeshauptmann erinnert sich an die zunächst schwierige Annäherung. Daher habe ich mich von meiner Seite her zumindest sehr bemüht, Vertrauen aufzubauen. Und das, möchte ich sagen, war das Außergewöhnliche an ihm. Er hat das zugelassen und hat abgetestet, inwieweit dieses Vertrauen, das ihm hier angeboten wird, sich dann auch in der Realität bestätigen würde. Und das hat dann zu einer interessanterweise in der damaligen Konstellation sehr tragfähigen Dialogbasis geführt. Die Chemie Zernatto-Grasser, die war eine ausgezeichnete. Es war damals diese Regierung von 94 bis 98 für Kärnten eine total unterschätzte Ära. Die Landesregierung setzt etwa auf Zukunftsprojekte im Technologiebereich und Überregionalität. Grasser wird immer populärer und selbstbewusster. Als Haiders Zögling ankündigt, bei der Kärntner Landtagswahl selbst Spitzenkandidat werden zu wollen, wird es seinem Mentor zu bunt. Der Oberpopstar war natürlich der Jörg Haider selbst. Und er hat es auch nicht gern gehabt, wenn da andere Jungpopstars sich wichtig gemacht haben. Das mag ein Teil des Konflikts gewesen sein, der dann entstanden ist zwischen Grasser und ihm ja auch. Im Juni 1998 ist deshalb Schluss mit Landespolitik. Frustriert erklärt der 29-jährige Grasser seinen Rücktritt als Landeshauptmann-Stellvertreter. Um seine weitere Karriere muss sich der Absolvent der Betriebswirtschaft jedoch nicht sorgen. Schon 4 Wochen später tritt er einen Job in Frank Stronachs Firma Magna an. Ja, hier sehen Sie also unser Spice Island, ein Bereich, um sich wohlzufühlen. Dieser Ausflug sollte jedoch nur ein kurzes Zwischenspiel werden. Bereits ein Jahr später kehrt Grasser für die FPÖ zurück in die Politik. Die Nationalratswahl am 3. Oktober 1999 bringt ein historisches Ergebnis. Die FPÖ erreicht mit knapp 27% den 2. Platz und bildet unter Kanzler Wolfgang Schüssel eine Koalition mit der ÖVP. Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe.
Peter Hochecker ist damals Lobbyist und PR-Stratege und berät unter anderem auch Karl-Heinz Grasser. Für seine Beteiligung beim Buwok-Deal wird er 2020 nicht rechtskräftig zu 6 Jahren Haft verurteilt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Vorerst zurück ins Jahr 1999. Dass er Finanzminister wurde, war ja von vornherein nicht klar. Es war ja so, dass Thomas Prinzhorn für die Rolle des Finanzministers vorgesehen war. Nur der hat im Wahlkampf irgendwelche fragwürdigen Themen artikuliert. Zitat: Ausländer und Asylanten würden von den Sozialämtern gratis eine Hormonbehandlung zur Steigerung ihrer Fruchtbarkeit erhalten. Zitat Ende. Und dann hat Gestl gesagt, nein, den Prinzhorn lobt er nicht an. Und Grasser war vorgesehen als Infrastrukturminister, was für mich auch optimal gewesen wäre für meine Kunden. Und dann musste er sozusagen den Finanzminister machen. Und dann kam Karl-Heinz Grasser und wir haben uns alle die Augen gerieben und gesagt, der war ja, ich weiß nicht, wie alt er war, damals ein bisschen über 30. Ja, schau, das ist nett. Das ist geil. Aber das ist eine professionelle Vorbereitung mit vielen Zahlen. Ich habe immer in Opportunities gedacht und es hat sich eine Tür geschlossen, nämlich die Tür mit der großen Koalition, wo ich ja gute Aufträge hatte. Und ich habe mir aber gedacht und ich war mir dessen sicher, dass ich durch meine Kontakte eben über Grasser und Maischberger auch zur neuen Regierung sehr bald meine Drähte hinspinnen kann und dass das für mich wirtschaftlich durchaus erfolgreich sein wird. Es hat diese erste freiheitliche Regierungsbeteiligung natürlich bedeutet, dass das gesamte Gefüge in den staatsnahen Betrieben, in all dem, worauf man als Regierung Einfluss hat, umgebaut wurde. Und die Freiheitlichen wollten natürlich auch da Einfluss haben. Ne? Das heißt, aus dem alten schwarz-roten Proporz sollte auch ein System werden mit blauer Einfärbung. Ne? Und das war schon einmal von wegen Jobs, von wegen Einfluss in der Wirtschaft, in der staatsnahen Wirtschaft und so weiter, eine Sache, wo also durch Korruptionsanfälligkeit möglich war. Ne? Ich glaube, bis zum Eintritt der FPÖ in die Regierung gab es sowas, das würde ich nennen, eine Gemeinwohlkorruption. Also Parteibuchwirtschaft. Der Parteifreund wird mit der Wohnung versorgt, der Parteifreund wird mit einem Job versorgt. Wir schauen, dass wir unsere Leute unterbringen. Und die Partei ist sozusagen der Schutzmantel für die Parteimitglieder. Das war eigentlich die Korruption bis ins Jahr 99, die Leute ja total satt gehabt haben. Sie gesagt haben, wieso kriege ich keinen Job, wenn ich kein Parteibuch habe? Ich will nicht Parteimitglied sein. Das war Österreich, wo der Haider hineinkommen konnte. Und wo auch jemand wie Grasser auf einmal ein Strahlemann war. Weil sie gesagt haben, wir hören auf mit dieser ganzen Parteibuchwirtschaft, wir machen was Neues. Aber das Neue war ja nicht, dass die mit der Parteibuchwirtschaft aufgehört haben, sondern die haben die Kohle für sich genommen. Also eine Neoliberalisierung der Gemeinwohlkorruption. Karl-Heinz Grasser wird zu einer Art Galionsfigur des neoliberalen Stils der neuen Regierung. Seine Voraussetzungen dafür scheinen optimal. Beim Grasser sind halt mehrere Dinge zusammengekommen. Er ist als junger Minister in die Regierung gekommen, er hat gut ausgeschaut, er hat schon viele Erfahrungen in der Politik gehabt, hat Erfahrungen in der Wirtschaft gesammelt und dann hat er ein Beraterteam um sich gehabt, denen er vertraut hat. Und ich habe mich natürlich in meiner Agenturzeit auch immer wieder mit Positionierungen von Personen beschäftigt. Ist der Herr Minister da? Ja, begrüße Sie, Karl-Heinz Grasser hier, wie geht's Ihnen? Wie kann jemand in seinem Segment eine Themenführerschaft übernehmen? Das trägt ja alles zur Imagebildung bei. Und bei Grasser war es halt so, dass wir gesagt haben, er soll der Themenführer im Bereich Finanzen, Wirtschaft in der Regierung werden. Verständlich ist ja absolut, weil ich da lieber gerne ein bisschen weniger Steuern zahlen. Karl-Heinz Grasser, ein Finanzminister mit großen Ambitionen. Er möchte Schulden abbauen, das sogenannte Nulldefizit erreichen. Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Als sichtbares Zeichen seines Ziels enthüllt Grasser in Wien eine Leuchtanzeige, die die Höhe der Staatsschulden für jeden ersichtlich macht. Man kann sich ja das heute in der Pandemiezeit gar nicht mehr vorstellen, dass man stolz darauf war, dass man so möglichst wenig investiert hat in den Staat. Und dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, das Ganze muss zelebriert werden. Und wir haben das in Form eines Briefes gemacht, den hat er mit Rieswasser, mit Schüssel unterzeichnet. Und wir haben da 500.000 Euro dafür aufgewendet, um den in alle Tageszeitungen als Inserate zu schalten. Natürlich wussten wir im Hinterkopf, wenn du so viel Geld in die Medien steckst, dann werden sie auch ordentlich darüber berichten. Und so war es dann auch.
Die Medien haben ihn gefeiert, die Boulevardmedien haben ihn gefeiert. Weil sie verhabert waren, weil sie, wie wir heute wissen, mit Inseraten abgeschnürt waren bis ans Ende. Du schreibst schön über mich und dafür kriegst du Inserate. So ständig das Star da auf den Seiten 2 und 3. Ne? Und das war schon ein interessanter Faktor. Ne? War natürlich mehr Schein als Sein. Karl-Heinz Grasser inszeniert sich als selbsternannter Mr. Nulldefizit und gibt sich bei Shows für Unternehmer als volksnaher Finanzminister zum Anfassen. Er hat, kann ich mich erinnern, eigene Street-Tours gemacht durch Österreich mit eigenen Veranstaltungen auf sehr hohem Niveau. Ich bedanke mich also im Voraus auch schon für die Steuerleistung in der Zukunft, die Sie hoffentlich auch in gleicher Weise erbringen wollen. Der Karl-Heinz Grasser war natürlich ein Guru, so wie diese Erweckungsprediger. Er hat tatsächlich hier Meilensteine gesetzt im Bereich Politmarketing. Er war eigentlich der erste Politvermarkter. Ich gehe lieber unter die Menschen, ich gehe lieber zu den Unternehmern raus, rede mit ihnen über ihre Sorgen und Probleme. Daraus entsteht ein Handlungsprogramm für Klein- und Mittelbetriebe. Und das hat damals der Walter Maischberger organisiert. Und das hat er sich zahlen lassen, auch noch von der Republik. Und der Maischberger, der Hochegger, haben das gemacht. Das waren so Shows. Und den Leuten hat das getaugt. Das war mal was anderes. Nicht? Diese verstaubte, rot-schwarze Bonzen-Demokratie, da, die man jetzt losgeworden ist. Und dann kommt aber ein fescher junger Mann und sagt, jetzt werden wir ein bisschen schlanker den Staat machen. Es zahlt sich aus für die Betriebe, für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmer. Die Diagnose war richtig. Der Staat war vor allem im Vergleich zu den Ergebnissen, die erzielt worden sind, zu umfangreich. Aus meiner Sicht und in meiner Überzeugung muss es einfach ganz besondere Gründe dafür geben, wenn ein Unternehmen oder ein Wirtschaftszweig nicht privat organisiert werden soll, nicht privat geführt werden soll, sondern wenn so etwas vom Staat geführt wird. Er hat propagiert, weniger Staat, mehr privat. Das hat zur Folge gehabt, dass das Familiensilber der Republik Österreich verkauft wurde. Endlich eine andere Regierung, die sich auch getraut hat, heilige Kühe anzugreifen und die tatsächlich daran gegangen ist, diesen Staat von Grund auf zu sanieren. Aber man hat hier eher mit ein bisschen Kosmetik gearbeitet, aber nicht mit wirklich langfristig wirkenden Maßnahmen. Und überall wurden sozusagen von unserer Wurst, die uns gehört hat, als Staat, Scheiben runtergeschnitten und verkauft. Und das hat halt vielen nicht gefallen, vor allem in der linken Reichshälfte des Landes. Das waren zum Beispiel die Telekom Austria, Anteile an der Post AG oder auch ein großes Paket an Wohnungen, die sogenannte BUWOG. Herr Minister, in dieser Hinsicht, im Umgang mit staatlichen Vermögen, gerade im sozialpolitisch sehr sensiblen Bereich der Wohnungen, haben Sie von uns nicht das Vertrauen. Eine der ersten, die den BUWOG-Deal und Karl-Heinz Grasser stark kritisiert, ist die grüne Abgeordnete Gabriela Moser. Ohne die vielen parlamentarischen Anfragen der mittlerweile Verstorbenen wäre es vielleicht nie zum Prozess viele Jahre später gekommen. Doch zunächst zurück ins Jahr 2002, das Jahr, in dem die bis dahin weiße Weste des jungen Finanzministers die ersten Flecken bekommt. Etwas zieht sich durch Karl-Heinz Grassers Leben wie ein roter Faden. Ein gewisser Wankelmut, wie es die einen nennen, oder die Tendenz, mit zwei Gesichtern zu sprechen, wie die anderen sagen. Zum ersten Mal fällt er damit beim Kauf der Eurofighter auf. Davor spricht er sich zunächst für Sparmaßnahmen aus. Ich habe zu ihm gesagt, du hast eine Chance, dich von der Regierung zu differenzieren. Ich sage, sei dagegen, bis es nicht mehr anders geht. Aber damit kannst du dir einen schlanken Fuß machen. Dass ich sozusagen für die sparsamste Lösung hier bin, wenn man eine solche Beschaffung schon treffen muss, das ist überhaupt keine Frage. Oder vielleicht weniger Stückzahl, nicht 24, sondern nur 18. Ist auch deutlich billiger. Auch gar keine. Doch kurz vor dem Kauf ändert Grasser seine Meinung. Er ist nun für den Eurofighter. Das teuerste der Angebote. Wir haben uns dann gemeinsam letztlich für ein Projekt entschieden, das die weitreichendste Zukunftsdimension hat. Heute wissen wir alle, warum er umgefallen ist, und das war meine erste große Enttäuschung. Vor seinem Meinungswechsel besucht Karl-Heinz Grasser mit dem Magna-Manager Siegfried Wolf das EADS-Werk in Bayern. Der Automobilzulieferer Magna zählt heute zu den größten Profiteuren des Eurofighter-Deals.
Ob dieser Besuch ausschlaggebend für die spätere Kaufentscheidung war, ist nicht bewiesen. Im Untersuchungsausschuss sagt Grasser dazu: Ich habe Gespräche mit offiziellen Repräsentanten genauso geführt wie mit Firmenvertretern und ich habe alle Anbieter getroffen, die das Gespräch mit mir gesucht haben. Ich habe daher auch alle selbstverständlich gleich behandelt. Auch darüber wollen wir mit ihm sprechen. Mittlerweile hat sich Grasser aber entschieden, uns doch kein Interview zu geben. Im Eurofighter-Untersuchungsausschuss argumentiert er, es sei seine Verpflichtung als Finanzminister gewesen, über eine Beschaffung Gespräche zu führen. Im Bericht des Urausschusses schreibt ein Verfahrensrichter, es kann nicht festgestellt werden, dass Grasser ausschließlich aus sachlich-technischen Motiven eine Entscheidung für den Eurofighter durchgesetzt hat. Ein wesentlicher Teil der Motivation war jedenfalls seine Verbundenheit mit Magna. Wegen der Entscheidung für die Eurofighter ist Grasser im Parlament heftiger Kritik ausgesetzt. Die Opposition stößt sich auch an den hohen PR-Ausgaben des Finanzministers und bringt parlamentarische Anfragen ein. Im Zuge dieser fragt Josef Czapp von der SPÖ nach den Kosten für Grassers Homepage von über 200.000 Euro. Ich schaue mir gerne Ihre persönliche Homepage an, möchte gerne wissen, wer die finanziert und wer die macht. Ich kann mich noch genau an diese Parlamentssitzung erinnern, wo er attackiert wird und gesagt hat, dass sie werden ja gesponsert vom Staat. Mich würde interessieren, wer bezahlt das? Das ist sehr ernst, ja? Wer bezahlt das? Und er sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe private Sponsoren. Selbstverständlich wird kein einziger Cent, kein Euro meiner privaten persönlichen Homepage mit Steuergeld finanziert. Natürlich ist das privat und über Sponsoren finanziert. Und ich sitze da oben in der Galerie und denke mir, was hat der jetzt gesagt? Dass der Finanzminister der Republik Österreich kriegt von der Industriellen Vereinigung Kohle dafür, dass er seine Homepage macht. Und ich sage, nein, das macht nicht er, sondern das ist der Verein der Freunde der New Economy. Und ich bin da umgesessen und habe mir gedacht, ich glaube, der ist korrupt. Grassers Homepage wird vom Verein zur Förderung der New Economy betrieben. Dieser besteht aus Mitarbeitern seines eigenen Kabinetts und gilt als gemeinnützig, wodurch Schenkungssteuern entfallen. Der damalige Grünen-Abgeordnete Alexander van der Bellen bringt deswegen einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Grasser ein. Relevant ist ausschließlich erstens, dass der Finanzminister de facto auf einer Art Payroll der industriellen Vereinigung als Interessenvertretung steht und dass er sich außerdem dem Verdacht des Amtsmissbrauchs, der Steuerhinterziehung und möglicherweise dem Verdacht der verbotenen Geschenksannahme hier zu Schulden hat kommen lassen. Die Kritik perlt an Grasser ab. Peter Hochegger hat eine Erklärung für die private Homepage des jungen Ministers. Die existiert nämlich schon längere Zeit als Plattform der industriellen Vereinigung, wenn auch ursprünglich zu einem anderen Zweck. Die Idee, die dahinter gestanden ist, über diese Plattform Themen aufzuspüren in der Gesellschaft, was bewegt die Leute und wie kann der Minister dann dazu Bezug nehmen. Und nachdem der Grasser unabhängige Minister dann im Kabinett Schüssel war, hat er und ein paar findige Leute gesagt, da haben wir ja eine Homepage. Dieses Design, das verwenden wir jetzt als Plattform für die Kommunikation des Ministers. Und natürlich hat die Industriellen Vereinigung das Geld ausgegeben mit dem Hintergedanken, dass uns der Herr Minister sehr wohl gesonnen. Wir bieten ihm eine Plattform, wo er sich inszenieren kann. Ja. Das war für mich ein absolutes No-Go, was Politiker sich nicht leisten können dürfen. Und ich habe es auch nicht verstanden, dass das so toleriert wurde, dass es vom damaligen Bundeskanzler Schüssel toleriert wurde, dass es auch von den bundesweiten Medien eigentlich weitgehend als Bagatelldelikt abgetan wurde. Für mich persönlich war das eigentlich der Schnitt, wo ich mir gesagt habe, Karl-Heinz Grasser ist jetzt eigentlich nur noch ein Egomane und nicht mehr für die Öffentlichkeit da. Die Anwälte von Karl-Heinz Grasser weisen uns schriftlich darauf hin, dass das Verfahren wegen der Homepage in Ermangelung eines strafrechtlichen Tatbestandes eingestellt wurde.
Aber die Affäre spricht einen wichtigen Punkt in seiner Karriere an. Die Inszenierung der Marke KHG. Grasser hat gute Voraussetzungen gehabt, ihn als Marke aufzubauen, durch erstens einmal sein gutes Aussehen. Das heißt, ein Produkt mit einer guten Verpackung wird schneller gekauft als eines mit einer nicht so guten. Außerhalb des Parlaments genießt Karl-Heinz Grasser trotz der Homepage-Affäre weiterhin Popularität. Auch der Bruch mit Haider und der FPÖ 2002 infolge eines außerordentlichen Parteitags in Knittelfeld schadet der Marke KHG nicht. Im Hintergrund werden dazu die Fäden gezogen. Die mediale Berichterstattung war ein extrem wichtiger Erfolgsmesser. Wie bin ich in den Medien angekommen? Wie sind meine Botschaften darüber gekommen? Wie schneide ich in den Meinungsumfragen ab? Und das, was die Frau Beinschab gemacht hat, habe ich mit Telekom Geld für Grasser gemacht. Da kann man schon in der Fragestellung schon das Ergebnis mit beeinflussen. Das spielt man dann in die Medien und dann kann man dem Ganzen der Entwicklung einen Spin geben. Und wir leben in einer Inszenierungsdemokratie. Das heißt, alles Inszenierung. Ja? Es geht darum, wie stehe ich da, wie kann ich meine Position, meine Macht festigen. Und ja, das Volk sitzt im Theater und schaut zu. Genauso professionell wie das Eigenvermarktung war auch der Umgang mit den Medien. Das haben auch alle ein bisschen bewundert, wie er sich vermarktet. Dann dazu kam natürlich sein privates Umfeld, aber natürlich war das auch Teil einer gewissen medialen Inszenierung. Und dazu gehört auch Grassers ständige Medienpräsenz bei Charity- und Society-Veranstaltungen. Das hatte natürlich auch mit dem Versagen vieler, vieler Journalistinnen und Journalisten zu tun, denen das keinen Spaß gemacht hat, in den Firmenbüchern und den Grundbüchern zu recherchieren. Die gab's. Aber die anderen haben viel leichtere Geschichten gekriegt, indem sie einfach dem Karl-Heinz Grasser das Mikro unter die geföhnte Matte gehalten haben. Ich mache jetzt einmal den Versuch, einfach der ganz normale Redakteur zu sein, der die politisch Mächtigen versucht, auf das glatte Parkett zu bieten. Okay. Weil das war die coolere Geschichte auf der Society-Seite, mit der Fiona und dem Grasser irgendwo in einem Kitzbüheler Stadl mit Zottelboots abtanzen. Das ist doch lustiger als diese Korruptionsgeschichten, wo man ihm immer wieder was vorwirft. Mit den Medien hatte Karl-Heinz Grasser von Anfang an wenig Berührungsängste. Schon seine erste Hochzeit 1997 war ein öffentliches Spektakel. Da dürfte Karl-Heinz Grasser einfach diese Luft geschnuppert haben, dass halt so die große Welt und die Society schon etwas für ihn ist. Und er war da ja auch verführbar, muss man sagen. Ja, ich bin mit meinem Schäferhund spazieren gegangen, mit der Hexe. Und nachher hat mich die Lisbeth erspäht. Und seither hat sie mich logischerweise nicht mehr loslassen. Man lässt sich dann doch noch los. Grassers erste Ehe wird 1998 geschieden. Jahre später kommt er mit der Swarovski-Erbin Fiona Pacifico Griffini endgültig im Society Olymp an. Im Oktober 2005 heiraten die beiden in der Wachau. Zeit für ganz große Worte. Ich liebe ihn. Ich liebe dich. Und ich liebe sie sehr, sehr, sehr. Betont lässig, schick und dynamisch schwingt das neue Traumpaar von einer Jet-Set-Location zur nächsten. Grasser hat zu der Zeit hohe Beliebtheitswerte unter den österreichischen Politikern. Der Glamour-Faktor Fiona verleiht der Marke KHG eine ungebrochene Strahlkraft. Die Grenzen zwischen der Society-Figur und dem Politiker verschwimmen. Auch wenn Grasser selbst das anders sieht. Na, wo ich Ihnen recht gebe, Herr Jelinek, ist, ich habe die Öffentlichkeit gesucht, aber ausschließlich mit den Dingen, die mein Berufsleben betreffen. Ich habe überhaupt nie versucht, mein Privatleben hinauszukehren. Ich habe immer, und zwar wirklich persönlich, auch in großer Überzeugung Wert darauf gelegt, zu sagen, Job ist Job und privat ist privat. Karl-Heinz Grasser scheint das Society-Parkett zu genießen. In einem von uns eigens kreierten Magazin zeigen wir seine Freunde und Geschäftspartner zu der Zeit. Auch die, die selten bei Feiern anzutreffen sind. Julius Meindl zum Beispiel, für den er arbeitet, nachdem er 2007 aus der Politik ausscheidet. Ich glaube, ich habe Sie lange genug auf die Folter gespannt und darf Ihnen mitteilen, dass ich mich dazu entschieden habe,
meine Arbeit in der Politik zu beenden. Oder der Immobilienmakler Ernst Karl Plech, der unter Finanzminister Grasser zum Vorsitzenden des BUWOG-Aufsichtsrats gemacht wurde. Und Peter Hochegger, der mit Walter Maischberger Gelder für Karl-Heinz Grasser verwaltet haben soll. Gelder, die beim Verkauf von rund 60.000 Wohnungen laut erstinstanzlichem Urteil mitkassiert worden sind. Und um ein Haar wäre das dem Staat gar nicht aufgefallen. Doch dann passierte etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Eine Bankenpleite in den USA löst heute international einen Kurssturz an den Börsen aus. Das ist die größte Krise hier an der Wall Street. Und auch die Europäische Zentralbank pumpt Milliardensummen in die Finanzmärkte. Die Aufdeckung der BUWOG-Affäre war in Wahrheit ein Zufallsfund, ein journalistischer Zufallsfund. Im Rahmen dieser Finanzkrise ist eine große österreichische Immobiliengesellschaft in Schieflage geraten. Das war die Immofinanz. Im Zuge der Ermittlungen zur Immofinanz, weil aus dieser Pleite ist dann ein Kriminalfall geworden, hat die Justiz, die Staatsanwaltschaft, die Polizei einige Unterlagen sichergestellt. Im Zuge einer Vernehmung gibt der damalige Immofinanzvorstand Christian Vohlten dem Staatsanwalt zu Protokoll: Im Zusammenhang mit dem Erwerb der BUWOG wurden tatsächlich Vermittlungsleistungen verrechnet. Als ich dieses Protokoll in Händen gehalten habe und gelesen habe, dass eine Vermittlungsprovision in einem Bieterverfahren bezahlt wurde, da sind einmal die Alarmglocken geläutet. Weil wieso soll man eine Vermittlungsprovision zahlen, wenn etwas versteigert wird? Wir fassen vereinfacht zusammen, was dazu im nicht rechtskräftigen Urteil steht. 2002 beschließt die Bundesregierung mit Finanzminister Karl-Heinz Grasser, rund 60.000 Wohnungen der BUWOG zu verkaufen. Der Bestbieter soll den Zuschlag erhalten und zwei mögliche Käufer sind für den Deal schließlich relevant. Die CA Immo und das sogenannte Österreich-Konsortium, zu dem auch die Immofinanz gehört. Der Vorstand der Immofinanz ist Karl Petrikovic, den Peter Hochegger kennt. Spätestens im Dezember 2003 konkretisieren Karl-Heinz Grasser und seine Freunde laut nicht rechtskräftigem Gerichtsurteil einen Entschluss. Sie wollen mit dem Österreich-Konsortium eine unzulässige Provisionsvereinbarung abschließen und Bestechungsgelder für die Zuschlagserteilung annehmen. In einer Besprechung im Finanzministerium im Juni 2004 wird verlautbart, dass die CA Immo mehr für die Bundeswohnungen bietet als das Österreich-Konsortium. Der Zuschlag müsste demnach an die CA Immo gehen. Doch Karl-Heinz Grasser veranlasst eine zweite Bieterrunde und verrät seinem Freund Walter Maischberger, dass die CA Immo maximal 960 Millionen Euro bieten kann. Jetzt macht das Geheimnis die Runde. Walter Maischberger erzählt es Peter Hochegger und Peter Hochegger erzählt es Karl Petrikovic von der Immofinanz. Daraufhin bietet das Österreich-Konsortium 1 Million Euro mehr als die CA Immo, so die Version des Gerichtes. Das Österreich-Konsortium erhält den Zuschlag und bekommt 60.000 Wohnungen um durchschnittlich rund 16.000 Euro pro Stück. Und Karl-Heinz Grassers Freunde eine Provision von 1% des Kaufpreises, 9,6 Millionen Euro. Die werden nun aufgeteilt und Hochegger und Maischberger wickeln die Provisionen diskret ab. Wir zeichnen die Version aus dem nicht rechtskräftigen Gerichtsurteil nach. Peter Hochegger nutzt seine Briefkastenfirma auf Zypern, um der Immofinanz die Provision für den erhaltenen Zuschlag in Rechnung zu stellen. Von dort fließt das Provisionsgeld über eine Briefkastenfirma in Delaware auf Konten in Liechtenstein namens Nathalie, Karin und 400815. Die gehören zu Walter Maischberger, Ernst Karl Plech und Karl-Heinz Grasser. In Liechtenstein wird Geld in mehreren Tranchen abgehoben, nach Wien gebracht und im Hotel am Stephansplatz Walter Maischberger übergeben. Und der bringt das Geld zu Karl-Heinz Grasser. Der lässt es auf ein Konto bei der Meindl-Bank einzahlen, gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten. Mit dem Geld aus der Provision kauft Grasser außerdem Wertpapiere oder überweist es auf ein Konto seiner Briefkastenfirma Mandarin Group. Also ein
Grasser, Plech und Maischberger bestreiten diese Version des Gerichtes und beteuern immer wieder ihre Unschuld. Ich habe in meiner politischen Verantwortung immer und ausschließlich für die Interessen der Republik gearbeitet. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Ich kann nur sagen, ich habe weder etwas begünstigt noch zugelassen und ich habe schon gar nichts gewusst davon. Doch wie kommt das Gericht zu diesem Urteil? Und das 11 Jahre, nachdem die Buwok-Bombe platzte. Warum hat die Justiz dafür so lange gebraucht? 2009 gehen die Ermittlungen rund um den Verkauf der Buwok-Wohnungen und einige andere Objekte im Bundeseigentum los. Die Jahre danach ist der einstige Minister Stammgast bei Gericht. 168 Tage wird die Buwok-Causa verhandelt. Die heimische Finanz hat den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser schon seit längerem im Visier. Heute ist der dritte Tag im Buwok-Prozess gegen Karl-Heinz Grasser. Im Buwok-Prozess fahren die Anwälte von Karl-Heinz Grasser neuerlich schwere Geschütze auf. Nach fast 3 Jahren findet im Buwok-Prozess heute der letzte reguläre Prozesstag statt. Zeit für eine Zwischenbilanz. 2017. Eine überraschende Wendung im Prozess. Peter Hochegger legt ein Teilgeständnis ab, das Karl-Heinz Grasser und andere Angeklagte belastet. Spätestens seitdem ist das einst freundschaftliche Verhältnis eisig. Zum Verfahren möchte Peter Hochegger uns gegenüber nichts sagen. An die 100 Verhandlungstage bei Gericht dabei ist die Ö1-Journalistin Petra Pichler. Du hast halt als Beschuldigter oder Betroffener in so einem Ermittlungsverfahren viele Rechte. Und wenn die ausgiebig ausgeschöpft werden, was dir auch zusteht als Beschuldigter, das trägt natürlich nicht dazu bei, dass dann die Verfahrensdauer geringer ist. Die Aufklärung von Wirtschaftskriminalfällen kann grundsätzlich sehr lange dauern, wenn das Ausland involviert ist. Und dann gab es im Fall Buwok halt auch noch diese eben Liechtenstein und Schweiz Connection und damit verbundene Hausdurchsuchungen oder Rechtshilfe ersuchen in der Schweiz und in Liechtenstein. Wenn man Informationen aus Liechtenstein, aus Zypern oder aus anderen Offshore-Destinationen haben will, dann geht das nicht einfach so, dass man einen Hörer abhebt und dann ein Telefonat macht. Bitte schicken Sie mir die Kontoauszüge. Es wird ja immer sozusagen gesagt, dass das Verfahren so lange gedauert hat. Aber eigentlich hat es gar nicht so lange gedauert. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft da ja auch ein Stück Zeitgeschichte rekonstruiert hat. Mit sehr vielen Daten konfrontiert war. Mit Beschuldigten konfrontiert waren, die sehr, sehr komplizierte Konstruktionen gewählt haben, um das Geld zu verstecken. Die haben es verdammt gut versteckt. Strafsache gegen Magister Karl-Heinz Grasser und andere. Großer Schwurgerichtssaal, bitte eintreten. Bitte das Filmen und Fotografieren einzustellen. Die lange Verfahrensdauer wird von Grasser und seinen Anwälten immer wieder kritisiert. In diesem Fall, muss ich sagen, hat der Rechtsstaat nicht ganz so funktioniert. Denn sowohl die 7-jährige Ermittlungsdauer ist durch nichts zu rechtfertigen, noch das Urteil als solches. Es entspricht in keinster Weise dem Verlauf des Verfahrens, also der Hauptverhandlung, wo ja alles genau noch einmal geprüft wurde nach 7-jährigen Ermittlungen. Da gab es hunderte Zeugenaussagen, dann sind 150 davon in die Hauptverhandlung geladen worden. Und am Ende des Tages, also sprich heute, wurden die Leute genau so verurteilt, also vor allem unser Klient, wie in der Anklage vorgeschlagen. Allein die lange Verfahrensdauer in diesem Verfahren, ich glaube, es sind jetzt 12 Jahre, spricht er für den Karl-Heinz Grasser. Denn wäre tatsächlich hier eine Smoking Gun, wie ich das auch formulieren würde, am Tisch, wären hier stichhaltige Indizien und Beweise am Tisch, nämlich die man auch dann als Grundlage eines rechtskräftigen Urteils nehmen kann, dann wäre das Ganze innerhalb von wenigen Jahren wahrscheinlich erledigt gewesen, nämlich auch instanzlich erledigt gewesen. In solchen Prozessen gibt es halt keine DNA-Spuren, es gibt keine Leiche, es gibt keine Einbruchspuren, die man sozusagen da nachvollziehen könnte. Das kann nur auf Indizien aufgebaut sein. Aus Sicht der Justiz war es so, dass eine Fülle an Hinweisen, an Indizien immer zu Karl-Heinz Grasser geführt haben. Auch die Justiz hat nichts anderes gemacht, als ein Puzzle zusammenzustellen. Also Mosaikstein für Mosaikstein zusammenzuführen. Und diese Staatsanwälte,
Die saßen dann dort in diesem Gerichtssaal wie zwei so Chorknaben in so einem knarzenden Gerichtsgebälk. Und auf den ersten Blick hat man geglaubt, das sind irgendwie schüchterne Sängerknaben, die da jetzt sitzen. Und ganz am Schluss in der Verhandlung wollte er noch beweisen, dass er bei einem ganz entscheidenden Treffen nicht dabei war. Er hat gesagt, ich war überhaupt nicht dabei, ich war in Ägypten. Da ist mein Flugticket. Und legt ein Flugticket vor. K. Grasser. Und der Staatsanwalt sagt, danke für das Flugticket. Das haben wir überprüft. Aber K. Grasser ist nicht Karl-Heinz Grasser, das ist Karl Grasser, das war ihr Vater. Sie haben uns schon wieder versucht reinzulegen. Und die Schöffen haben solche Augen gekriegt. Und dann hat er 8 Jahre bekommen. Für die Richterin war es offenbar kristallklar. Karl-Heinz Grasser ist schuldig. Der ehemalige FPÖ-Finanzminister ist nach 3 Jahren BUWOG-Prozess heute nicht rechtskräftig zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil sprengt alles, was ich mir vorstellen konnte. Ich möchte klar aus meiner Sicht sagen, dass dieses Urteil falsch ist, dass es nicht korrekt ist. Und dass es aus meiner Sicht ein glattes Fehlurteil ist. Die Verteidigung versucht natürlich jetzt mal darzustellen, dass das überhaupt von Ansatz her kein fairer Prozess war. Ich sage mal, der Artikel 6 der Menschenrechtskonvention ist verletzt worden, weil Grasser wurde vorverurteilt, also hat kein faires Verfahren bekommen und versucht jetzt sozusagen das Verfahren als Verfahren anzugreifen. Weil die Beweiswürdigung in einem Schöffensenat kann man nicht angreifen. Die Anwälte haben natürlich während des ganzen langen Prozesses immer im Auge gehabt, ob sie sozusagen Nichtigkeitsgründe finden können. Weil zum Beispiel der Prinzip des Fair Trial verletzt wurde. Weil zum Beispiel in der Pause auch die Kamera des Saals mitgelaufen worden ist. Und wenn man dann mithört, was die Verteidigung sagt. Also das ist halt natürlich der Job von den Verteidigern, sowas im Auge zu behalten und dann beim obersten Gerichtshof dann ins Treffen zu führen, wenn sie die Anklage beeinspruchen. Und wenn der oberste Gerichtshof entscheidet, dass zum Beispiel die mitgelaufenen Tonbandaufzeichnungen in den Pausen einen formellen Fehler im Verfahren darstellen, kann er den Prozess für nichtig erklären. Und das würde noch ein paar Jahre mehr vor Gericht bedeuten. Es ist schon jetzt der größte Korruptionsprozess der Zweiten Republik. Wir erleben einen echten Epochenbruch. Wir erleben eine Justiz, die selbstbewusst von unten entscheidet, wer angeklagt wird und nicht, wo oben der Minister reinvorrückt. Das ist das, die Klammer, die bei all diesen Korruptionsaffären steht, dass nicht mehr oben der parteipolitische Minister sagt, na, das machen wir nicht, das stellen wir ein, das schlagen wir. Sondern dass unten der Sachbearbeiter sagt, ich habe mich jetzt 8 Jahre mit dem Fall beschäftigt, ich komme zu dem Ergebnis, anklagen und dann geht's vor Gericht. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt dieser Republik in eine moderne Gesellschaft. Dass Regierung und Justiz getrennt sind. In einer Demokratie sperrt der Richter den Politiker ein und nicht der Politiker den Richter. Heinert, einen schönen guten Abend. Wir haben's gehört. Mit welcher Strafe müsste Karl-Heinz Grasser rechnen, wenn das Urteil hält? Sein Anwalt Manfred Einetter verweist auf sein Interview in der Zeit im Bild. Er ist ein Ersttäter im Fachjargon, das heißt, er hat noch nie eine strafrechtliche Verurteilung erfahren. In solchen Fällen werden die Leute im Regelfall nach der Halbstrafe, also nach 4 Jahren bedingt, entlassen. Davor wiederum besteht die Möglichkeit des Freiganges und vor allem im letzten Jahr, nach derzeitiger Rechtslage, das soll ja ausgeweitet werden, die Möglichkeit einer Fußfessel. Aber noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Neben dem BUWOG-Verfahren war Karl-Heinz Grasser auch wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung angeklagt. Seine Einnahmen aus seinem Engagement für die ehemalige Meindl-Gesellschaft Power International hätte er über Finanzkonstruktionen am Fiskus vorbeigeschleust. So der Vorwurf der WKStA. In diesem Finanzstrafverfahren wurde er im Juli 2022 freigesprochen. Zu all dem gibt Grasser uns gegenüber keine Stellungnahme ab. Seine Anwälte lassen uns jedoch ausrichten, im Hinblick darauf, dass weder die Verurteilung des Magister Karl-Heinz Grasser im sogenannten BUWOG-Verfahren noch der Freispruch im Finanzstrafverfahren in Rechtskraft erwachsen sind, wird seitens Magister Karl-Heinz Grasser und seiner Verteidiger aus Respekt vor den mit den Rechtsmitteln befassten Höchstgerichten, Verfassungsgerichtshof und Oberster Gerichtshof kein Interview gegeben. Dass die Kronenzeitung trotzdem ein ausführliches Grasser-Interview bekommen hat, sei hier noch am Rande erwähnt.
wird man sich daran erinnern? Und was bleibt vom früheren Politstar, dem talentierten Herrn Grasser? Was ist jetzt denn? Was wird bleiben? Was bleibt von Karl-Heinz Grasser? Ich maße mir da nicht an, zu urteilen. Diejenigen, die sich an seine zumindest erste Zeit als Finanzminister Anfang der 2000er erinnern, werden ihn sicher positiv beurteilen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie das Verfahren einfach weitergeht. Er hat es nicht geschafft, sich aus seinen alten Rollen und Mustern herauszulösen. Und das wird wahrscheinlich auch von ihm überbleiben. Ja? Ich sehe nur, dass neben dem persönlichen und neben der individuellen Tragödie, die auch eine familiäre Tragödie ist, auch das Scheitern einer politischen Bewegung, des politischen Versuchs, damals mit Haider Schüssel in das Land zu reformieren, neu aufzustellen, dass das auch gescheitert ist, dass die Symbolfigur Grasser da auch sozusagen eine zentrale Rolle gespielt hat. Von Karl-Heinz Grasser bleibt eigentlich ein großes Fragezeichen. Ein Fragezeichen, was hätte aus diesem Talent werden können? Von Karl-Heinz Grasser bleibt, dass er eigentlich sein Talent verschwendet hat. Es war schade, welche Entwicklung er genommen hat. Weil so wie wir ihn in der Anfangszeit in Kärnten hier erlebt haben als Regierungsmitglied, da war er fortschrittlich, kompromissbereit, hat Ideen gehabt. Also er hätte sehr viel mehr erreichen, sehr viel mehr bewirken können für die Republik. Karl-Heinz Grasser lebt heute zurückgezogen auf einem Hof nahe Kitzbühel. Laut eigenen Angaben gegenüber der Kronenzeitung von seinem letzten Ersparten. Wie lange sich das Verfahren noch ziehen wird, kann niemand abschätzen. Er wird sich sicher nicht sehr wohl in seiner Haut fühlen. Und ich würde ihm wünschen, dass er mit sich und seinem Umfeld jedenfalls so weit ins Reine kommt, dass er irgendwann auf diese Zeit auch mit einer gewissen Selbstreflexion und Milde zurückschauen kann.